Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO. Das Manöver Air Defender 2023 hat offiziell begonnen. Ein Sprecher der deutschen Luftwaffe bestätigte der deutschen Presseagentur den Auftakt am Montagmorgen. 25 Nationen, 250 Flugzeuge mit fast 10.000 Teilnehmern. Das sind insgesamt dann in den knapp 10 Tagen, die wir üben werden, kommen wir damit auf ca. 2.000 Flüge insgesamt. Wir sind ein defensives Bündnis und so ist auch diese Übung defensiv ausgelegt. Wir fliegen hier keine Szenarien offensiver Art in irgendeiner Art und Weise. Diese Übung ist gegen niemanden gerichtet. Es ist eine defensive Übung, um zu zeigen, dass dieses Bündnis ist in der Lage, sich zu verteidigen, wenn es sein müsste. An der Übung unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 25 Nationen sowie die NATO teil. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt. Trainiert werden soll, wie ein fiktiver Angriff eines östlichen Angreifers von den NATO-Verbündeten zurückgeschlagen wird. Die erste Idee für das Manöver ist der Luftwaffe zufolge schon 2018 entstanden, also noch vor Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Von der Übung sind drei Lufträume in Deutschland direkt betroffen. Über Teilen Norddeutschlands und der Nordsee, Teilen Ostdeutschlands und der Ostsee sowie Teilen Südwestdeutschlands. Alleine die USA verlegen über 100 Flugzeuge an deutsche Flughäfen. Auch wenn sich Politik und die Luftfahrtbranche in den vergangenen Wochen regelmäßig über das große Manöver ausgetauscht haben, herrscht bei Fluggesellschaften und Flughäfen eine gewisse Unsicherheit. Immer noch wird an Flugplänen gebastelt. Die Branche erwartet aber, dass sich nach den ersten Manövertagen und Erfahrungen noch vieles ändern kann.